Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Anno 2070 die Tiefsee. Und ich bin hier gerade auf der Pasta-Insel, weil mir ja aufgefallen ist, dass meine Pasta-Produkte tierisch am Absacken sind. Oder eigentlich schon die ganze Zeit, seitdem ich diese Aufnahmesession mache, beobachte ich, dass die Pasta-Produkte nicht die gewünschte Menge abwerfen, die ich eigentlich gerne hätte. So, und deswegen will ich hier mal gucken, dass wir, mal den ganzen Kram hier mal ein bisschen ausbauen. Da drüben, die Dings hätte ich auch gerne mitgenommen. Den Bergbauplatz, weil darauf könnten wir dann vielleicht eine, ein Dings bauen. Ein Dingste-Bumste. Hier so eine Wetterkontrollstation, wollte ich sagen. Wir da Kontrollstation drauf bauen, die denn für die Ökobilanz. Ey, was war das denn? Ach, wir hatten da eine Straße hingebaut. So ein Kacknoob. Die werde ich jetzt auch gleich bauen, die Wetterkontrollstation, weil. Energieversorgung mangelhaft. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Können wir so ein großes Teil hier hinbauen? So eins von den Techs, so ein Empfänger. Der könnte dann nämlich wirklich einen Haufen Saft hier raufziehen, ne? Aber eigentlich, offshore-mäßig müsste auch noch was gehen, oder? Wir müssen es ja nicht übertreiben. Oh, ne, offshore geht eigentlich gar nichts mehr. Außer wenn ich hier drüben nochmal ein Hafengebäude machen würde, was natürlich auch wieder den Vorteil haben würde, eine Hafenbehörde, was den Vorteil hätte, dass wir... Wo bleibt mein U-Boot? Ach, da hinten. Genau, dann machen wir hier gleich auf der anderen Seite nochmal einen Hafen. Eine Hafenbehörde basteln wir dahin, haben dann wieder mehr Platz für einen Offshore-Windpark und können da auch nochmal wieder Hafenmauer bauen und so weiter und so fort. Und verkürzen eigentlich auch die Lieferantenzeiten, ne? Also hier die Zeit. So, du kannst mal wieder zurückfahren. Was ist denn hier los? Die Zeit verkürzen wir, die Alter. Na, was verkürzen wir denn jetzt eigentlich? Wir verkürzen die Zeit, welches das, ich komme nicht auf das Wort, ey. Ich komme jetzt echt nicht da drauf. Na, hier diese, Handelsrouten. Damit verkürzen wir die Handelsroute. Alter, was war denn daran so schwer? Krass, ey. Da bin ich voll nicht darauf gekommen. Kennt ihr das, wenn man nicht auf ein Wort kommt? So wie ich jetzt gerade eben? Alter, das ist total scheiße. Und vor allen Dingen ist es dann auch noch doof, wenn man das aufnimmt. So wie ich das jetzt gerade mache. So, dann bauen wir da ein und da ein. Und ich hätte hier gerne ein bisschen Hafenmauer. Ich werde das so ein bisschen... Ja, schade, dass das beim Hafenmauerbauen nicht so funktioniert wie dass er halt diese Begrenzung des Hafenbereiches nicht so erkennt. Green hat Bedenken, aber ich bin dafür, sofort zuzuschlagen. Was willst du denn jetzt von mir? Ach so, nö, ich will aber den Handel mit Rufus nicht einstellen. Der ist mir genauso Na, wichtig. Du bist mir ja eine große Hilfe. Der ist mir genauso wichtig wie du. Guck mal, wir haben hier einen schönen neuen Hafen gebaut. Ist das nicht hübsch geworden? Haben wir eigentlich hier Munition? Kurz gucken. War nicht viel, ne? Haben wir nicht hier. Hier haben wir bestimmt Munition ohne Ende, oder? Max. Der Max ist da, was Munition angeht. Strom. Ach ja, wegen Strom haben wir es gemacht. Und auch wegen, achso, jetzt ist ja die neue Nudelfabrik in Gange. Hat jetzt aber noch nicht so den Effekt, ne? Also, ich hoffe mal, dass das echt alles, sich jetzt einpendelt. Ansonsten muss ich hier echt nochmal Getreide aufbauen. Und dann müssen wir Getreide auch ausschippern. Und, auf einer anderen Insel... Maybe der Hauptinsel Nudeln herstellen und... Ach, das ist doch doof. Da müsste ich quasi von hier aus Getreide wegfahren.
wegschippern zu einer anderen Insel, wo ich das dann halt herstellen kann? Gibt es da nicht eine Möglichkeit, das auch irgendwie zu erforschen? Bestimmt, ne? Der ist noch voll in der Forschung drin, ne? Kann ich eigentlich irgendwie sehen, was er gerade forscht? Hallo? Oder ist er gerade fertig mit der Forschung? Ist er schon fertig mit der Forschung? Ich glaube, der ist fertig mit der Forschung, ne? Oder habe ich gar keine neue... Ach nee, ich habe keine neue Forschung angeschmissen, weil mir noch die Module gefehlt haben, ne? Aber jetzt müsste ich doch alle Module haben, ne? Ja, genau. Dann hau mal rein. Jetzt machen wir nämlich eine Forschung, dass die Reichweiten der Gebäude, die für Aktivität da sind, dass die erhöht wird. So, hier haben wir ja Munition vorbeigebracht. Können wir dann gleich umbasteln. Hier schön... kein Baumaterial mehr, keine Bauzellen. Holen wir doch gerne neue Bauzellen, ist auch kein Thema. Kann hier mal vorne die Straße wegmachen, ne? Die ist ja noch von Leo über. Damals, als er noch hier diese Insel bewohnen durfte. Als wir ihm quasi noch das Wohnrecht hier erteilt haben. Das wir ihm mittlerweile entzogen haben. Oh, mal schön so ein bisschen die Dinger weggemacht. Hier können wir schön Getreide aufbauen. Zack, 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 zack. Das wäre bestimmt cool. So, was machen denn jetzt die... Habe ich denn jetzt irgendwie mal... Ich müsste doch mal langsam Nudeln. Wir brauchen echt mehr Getreide. Getreide ist am Absacken. Ich mache nochmal das U-Boot voll mit Baumaterialien. Weil wir eh gerade hier sind. Zack. Ja, wie sieht das eigentlich sonst aus? Mal gucken. Ich kann gerade nicht kaufen, ne? Oder? Ich könnte kaufen. Was? Ich würde 400... Durch einen weiteren Anteil würde ich was? Ne, glaube ich nicht. Ich habe ganz schön wenig Kohle, fällt mir gerade auf. Deswegen würde ich mal sagen, muss ich mal dafür sorgen, dass die aufsteigen. So, wie war das jetzt nochmal? So, Shift drücken und dann rums. Gibt's einen riesen Aufschwung. Alter, krass. Hoffentlich bricht mir das jetzt nicht wieder das Genick in die andere Richtung. Weil kohletechnisch müsste das auf jeden Fall was bringen, aber ich hoffe, dass es mir nicht... dass ich es nicht das nächste Mal nach meiner, weil jetzt sofort die Auswirkungen werde ich jetzt wahrscheinlich nicht sofort spüren. Aber ich denke mal, wenn ich jetzt irgendwann bald eine Aufnahmepause mache, dann wird es mich wahrscheinlich in der nächsten Aufnahmesession wieder von hinten. Aber so richtig, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber ich hoffe, dass das nicht passiert. So, lass uns mal ein bisschen Getreide bauen. Das sind ja, Getreide sind, glaube ich, extrem böse Dinger. Warnung. Seismische Aktivitäten geortet. Wer in meinem Sammelsurium an Waren stöbern will, hat jetzt die Gelegenheit. Wer hätte das gedacht? Das Ding hier verursacht einen Tsunami. Da bin ich mal gespannt, was da jetzt draus passiert. Also was sich daraus jetzt entwickelt. Inwiefern die Katastrophe dazu jetzt aussieht. Ich finde das ganz schön makaber, dass da so ein Tsunami entstehen kann dadurch. So, jetzt, wir wollen hier aber mal gucken. Ach ja, das war ja richtig, ne? Die sind ja 4x5, ne? 4x5 sind die Dinger. Wollen wir die hier drüben bauen? Was hältst du davon? 4x5? Was ist denn jetzt? Hört ihr das auch auf den... Ach, ist das hier vor... Ah, cool. Ach, das sind die Hafenarbeiter, wie geil. Alarm. Tsunami breitet sich aus. Oh. Energieknappheit? Warum ist hier eine Energieknappheit? Oh. Oh, hier ist die Tsunamiwelle. Aber hat das Ding jetzt hier was kaputt gemacht unter Wasser? Ach so. Das Ding ist selber dadurch kaputt gegangen? Oh, schade. Dann müssen wir gleich mal ein neues bauen. Weil, ja... Oh, hier geht's über die Arche rüber. Hier trifft es auf die Insel. Wusch. Oh Scheiße, das wird auch zwei meiner Inseln treffen. Achtung, Produktionsstillstand. Oder? Wo ist der Tsunami jetzt? Produktionsstillstand?
Energieknappheit. Das war's schon mit dem Tsunami? Der ist jetzt auf eine Insel gestoßen und das war's? Oder kommt da noch was? Boah, jetzt baut sich da noch was auf von meiner Insel. Auf jeden Fall haben wir wenig Energie momentan auf einer Insel. Und zwar auf der hier. Und hier haben wir auch wenig Energie. Gut, hier muss ich natürlich jetzt mal ganz schnell eingreifen. Ich hoffe... Oh ja, wir haben noch genug Zeit. Dass wir hier natürlich gleich ein neues... Schade, dass das Ding dadurch komplett kaputt gegangen ist. Wo ist da mein U-Boot eigentlich? Hier. So ein Teil ist teuer, ne? Was kostet das? 50, 40, 60? Carbon hatten wir, glaube ich, noch da unten gehabt. Ja gut, dann müssen wir das mal gleich schnell aufbauen. Das wird jetzt einen kleinen Augenblick dauern, aber so ist das halt, ne? Zack. Guck mal, jetzt können wir nämlich hier auch mal eine Verbindungsstraße bauen. Und... ja, ich baue hier nochmal schnell weiter. Weil das ist, auch wenn da jetzt gerade ein Tsunami war, ich muss ja trotzdem gucken, dass es hier weitergeht, ne? Kann jetzt ja nicht alles stehen und liegen lassen, nur wegen so einem Tsunami. So. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, ne? Das müsste passen, oder? Und wenn es nicht passt, dann schreibe ich das der Unkonzentriertheit aufgrund eines Tsunamis zu. Aber es passt. So, in der Zwischenzeit, jetzt kann der nämlich schon mal anfangen, zack, davon zwei mit, kann der schon mal anfangen, hier ein bisschen Tee abzubauen. Brennen die Dinger? Nee, ne? Oh, scheiße, die brennen ja sogar. Ich habe doch irgendwo die Viper, ne, mit Feuerlöscher drauf, oder? Genau. Ich brauche nur das Viper-Ding will ich haben. Wie kann ich denn nur die auswählen? Mit Steuerung? Ah. Ja, ich glaube, hier wird es gleich eine Ölkatastrophe geben. Da werde ich, glaube ich, nicht drum herum kommen, weil ich ja nicht so viele Löschdinger dabei habe irgendwie. Haben wir hier noch die Möglichkeit, schnell mal ein paar Löschdinger zu produzieren? Ja, auch nicht so richtig, weil ich ja keinen Strom habe. Alter, ist das ein Rattenschwanz. Krass. Registriere Verschlechterung der Ökobilanz. Ja, auf jeden Fall. Wo das denn jetzt? Ja, auch hier drüben, weil die keinen Strom haben, ne? Warnung. Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung. Auch noch. Welche Umweltverschmutzung? Oh, jetzt habe ich ja weggeklickt. Ja gut, die Umweltverschmutzung die habe ich selber verursacht, ne? Wo ist denn mein U-Boot jetzt, verdammte Scheiße, ey? Na, jetzt kommt der Autosave. Ein Hoch auf den Autosave. Spiel gespeichert. So. Wo ist denn mein U-Boot? Das ist im Einsatz. Eigentlich können wir von den die Vipers mal schnell hochbringen, dass die dann gleich hier vielleicht hoffentlich noch rechtzeitig die Löschsachen an Bord nehmen. Ah ne, schon zu spät. Die Dinger sind schon alle kaputt gegangen. Naja, gut. Dann ist das halt so, ne? Aber das U-Boot braucht natürlich richtig lange, weil es natürlich voll beladen ist. Schade. Dann bauen wir hier nochmal ein bisschen Getreide aus, ne? Weil das muss ja auch alles weitergehen. Das kann ja nicht einfach stehen bleiben, ne? Ich kann ja nicht einfach sagen, ach, Mist, da ist jetzt eine Katastrophe, da muss ich zugucken. Nein, es muss ja weitergehen. Und man kann halt hin und wieder auch nichts machen, wenn da irgendwie was passiert ist. Also, wenn halt gerade irgendwas auf dem Weg ist oder so, was willst du denn da machen, großartig? Beschleunigen kannst du es nicht, ne? Also, manchmal nicht. Und geht das hier rüber? Nö. Würde nur auf der anderen Seite rübergehen. Aber so können wir es auch mal machen. So. Zack, rein ins Wasser. Ich glaube, ich sollte mal... Ne, das nicht. Das Teil hier. Ich sollte mal für zukünftige Katastrophen... So, jetzt haben alle wieder Strom, ne? Ja. Jetzt wird sich hier auch gleich die Ökobilanz wieder verbessern, hoffe ich mal. Weil die ja auch wieder Saft kriegen. Sind die denn jetzt momentan stromlos? Die Ökobilanzdinger?
Nö, eigentlich nicht, ne? Wo ist denn das Teil da? Doch, alt auch, weil er keinen Strom hat, irgendwie. Was? Weiß ich nicht. Warum passiert das? Komisch. Na gut. Die haben auf jeden Fall wieder Saft. Ich glaube, jetzt müsste sich dann auch gleich wieder irgendwie die Ökobilanz einpendeln, dass das dann wieder besser wird. Jo. Ach so. Ja, ich brauche natürlich auch neue Bohrinseln, ne? Ich brauche hier mal einen Cargoliner wieder. Einen schönen Cargoliner, mit dem ich hin und her scheppern kann und Sachen hin und her transportieren kann. So, ich will mal kurz... Ja, Biokost habe ich natürlich gedacht, dass Biokost jetzt gleich absacken wird. Wo wir natürlich so einen Schwung an Angestellten dazu holen. Modulentwicklung abgeschlossen. Ja, Notfallausrüstung. Aber alles gut. Achtung, Produktionsstillstand. Registriere Verbesserung der Ökobilanz. Warum hat die Fabrik hier aufgehört zu produzieren? Ah, Tatsache. Also Fruchtbarkeit. Werte steigen. Es ist tatsächlich so, dass wir nicht genügend Mikrochips haben. Wer hätte das gedacht? Schade, ich hätte eigentlich gedacht, dass ein Elektro-Recycler, dass der für 4 Fabriken reicht. Schade. Na gut, aber dann akzeptieren wir das einfach so, dass es sich so jetzt hinrütteln wird. Dafür haben wir aber auch genügend Implantate momentan, ne? Und vielleicht, oh ja, richtig viele. Und vielleicht werde ich ja auch zukünftig noch ein paar, habe ich genug Baumaterialien hier? Oh, hat nicht ganz gereicht für alle, aber immerhin. Jetzt haben wir hier nämlich auch nochmal einen kräftigen Schwung aufsteigen lassen. War jetzt mal eine spontane Entscheidung. Egal. Registriere neues Fahrzeug. Ja, genau. Dich wollte ich doch haben. Und zwar brauche ich nämlich hier auch wieder Baumaterialien. Was wollte ich denn jetzt? Achso, ich brauche die, die Bohrinseln wollte ich jetzt gerne wieder bauen. Die, unter Wasser. Ja, dafür brauche ich Werkzeuge und Bausteine. Nehmen wir mal alles mit. Dann haben wir nämlich auch wieder hier Platz im Lager. Ne? Das hat ja auch seine Vorteile, denn kommt der alte Schmodder mal raus aus dem Lager. Was soll das auch da andauernd rumliegen da? So, und wir haben ja hier festgestellt, dass die Biokost ziemlich absackt. Aber da mich gerade mein Timer daran erinnert, dass die diese Folge vorbei ist. Modulkonstruktion finalisiert. Steuerungsmodul. Ah, danke. Genau, da mich mein Timer gerade daran erinnert hat, dass diese Folge vorbei ist und es hier auch noch 15 Minuten dauert, bis es weitergehen würde, würde ich mal sagen, machen wir doch für heute mal wieder Feierabend und werden gucken, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Bestimmt lustig und heiter, wie auch sonst immer. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen und freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin, tschüss!